Folgendes Szenario, pass auf. Samstagabend, du bist mit deiner Freundin, hast dich entschieden, einen chilligen Abend zu machen. Sie entscheidet sich dazu, lass uns irgendwas kochen. Danach entscheidet sie sich dazu, ein paar Zwiebeln anzudünsten. Greift in dein Regal, sieht, das sind verschiedene Öle. Schwenkt zu dir rüber und fragt sich, welches Öl nehme ich für die Zwiebeln? Und im Grunde genommen denkst du dir so, Schwester, ich habe keine Ahnung. Und sagst trotzdem völlig routiniert, das Olivenöl. Danach fragt sie dich, wieso? Wieso genau Olivenöl? Und du denkst dir nur so, ich bin am Sack. Ich muss weg. Damit das so nicht passiert, bist du genau richtig auf diesem Kanal und wir klären diese Frage genau, und zwar nur dann, wenn du auch bis zum Ende da bist. Lass dir gerne einen Daumen nach oben da und los geht's mit dem Video. Viel Spaß dabei. Bis gleich. Genau genommen möchten wir unter keinen Umständen, dass Transfettsäuren entstehen. Erstens, wieso sind diese so schädlich? Zweitens, wie entstehen diese überhaupt? Und worin sind diese enthalten bzw. nicht enthalten? Das alles wirst du wissen nach diesem Video. Was passiert mit dem Körper bei dem Verzehr von Transfettsäuren? Wenn man sich Metastudien anschaut und jene mit 1400 Subjekten, dann sieht man, dass mit steigendem Konsum von Transfettsäuren auch die Krankheitsrate proportional steigt. So auch die Konklusion der Studie wies auf ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Versagen hin, wie Krebsgeneration, das heißt Entstehung. In einer Studie vor einigen Monaten, die über 110.000 Paper inkludierte, damit mir die größtbekannteste Studie überhaupt zu dieser Thematik, wurde klar dargestellt, der vermehrte Verzehr von Transfettsäuren führt zu mehr Krankheiten. Gerade Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Angesicht der Tatsache, dass 17,7 Millionen Menschen jährlich, also 31% der Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen ist, sollte dieses Video definitiv ernst genommen werden. Wie entstehen überhaupt diese Transfettsäuren? Unten haben wir die Cis-Konfiguration der Ölsäure. Viele kennen sie als Omega-9. Oben haben wir die Elaidinsäure, zu der wir uns gleich auch Studien ansehen werden, die komplett anders aussieht. Doch woran liegt das? Es liegt an der Temperatur. Beim Braten oder im Ofen werden Temperaturen erreicht, die in der Natur niemals vorkommen würden in Verbindung mit Lebensmitteln. Hier ein genaueres Bild. Die beiden H-Atome, H steht für Wasserstoff, sind nicht mehr am 9. Kohlenstoff zusammen. Daher merke ich mir in meinem Studium Cis-Konfiguration für zusammen, welche in der Natur vorkommt, sondern sind jetzt gegenständig, daher trans. Wieso das passiert? Bei Hitze dehnt sich alles aus. Die Wasserstoffatome kommen sich immer mehr ins Gehege, sodass sie sich irgendwann sagen, alles klar, muss los, Bruder. Damit Bruder los kann, muss aber ein bestimmter Energiebetrag in einer Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung überschritten werden. Die hier ist 839 Kilojoule pro Mol, damit diese brechen kann. Kurz, jeder Körper hat eine bestimmte Wärmeenergie und damit Energie, das heißt Enthalpie. Zum Beispiel Wasser bei Raumtemperatur. Und diese steigt natürlich bei steigender Temperatur. Siehe Beispiel, flüssiges Wasser und Wasserdampf. 42 zu 2500 Kilojoule pro Kilogramm. Das heißt, der Energiebetrag steigt des Körpers mit steigender Temperatur, natürlich. Nur kann Wasser nicht 100 übersteigen, 100 Grad. Öl oder der Ofen dementsprechend schon. Und dann bricht die Doppelbindung und die Wasserstoffatome können sich jetzt transkonfigurieren und sich entgegenstellen. Aus cis wird trans, aus gesund wird ungesund. Ich glaube dir das nicht. Zeig uns doch einfach mal Studien, die ganz klar beweisen, dass Transfettsäure mehr Radikale bei uns im Körper bilden als alle anderen und damit mehr Stress bedeutet für uns im Körper. Okay, es gibt eine interessante Studie, die Lebensmittel frittiert hat, mit verschiedenen Ölen und verschieden oft, und geschaut hat, welches Öl die meisten Radikale entstehen lässt. Hier wurde gemessen die Peroxide, die beim Frittieren des Fettes entstehen, das heißt die reaktiven Sauerstoffe. Wir kennen alle Wasserstoffperoxid, welches ein starkes Antioxidationsmittel ist. Antioxidantsmittel, sodass dir sogar die Kleidung davon gebleicht werden kann. Interessant zu sehen, oder beziehungsweise auch die Haare damit gebleicht werden beim Friseur. Durch die Oxidation natürlich. Interessant zu sehen, dass Soja, Rapsöl, Schmalz alle gleich hohe Konzentrationen von Peroxiden bilden. Hingegen aber Palmöl dies um Faktor 3 weniger tat. Die Veränderung der Ölstruktur kann unter anderem an dem Säuregehalt gemessen werden. Nochmal Säuregehalt. Und auch hier schnitt das Palmöl am besten ab.
Das liegt ganz einfach daran, dass das Palmöl mit weniger PUFA, Polyunsaturated Fatty Acids, das heißt mehrfach ungesättigten Fettsäuren, weniger davon, hat und die meisten gesättigten Fette hat. Aber wie hängt das Ganze jetzt überhaupt zusammen? Gesättigte Fette haben gar keine Doppelbindung, die von einer Cis-Konfiguration in eine Trans-Konfiguration switchen könnte. Daher können sie auch nicht bei hohen Temperaturen sich groß verändern und zu Transfettsäuren werden. Je weniger mehrfach ungesättigte Fettsäuren, desto besser. Denn je mehrfach ungesättigte Fettsäuren, wie der Name schon sagt, sogar mehrere Doppelbindungen, die mehr Transkonfigurationen potenziell bilden können. Wenn eine Fettsäure eine Doppelbindung hat, kann eine Transkonfiguration stattfinden. Hat diese Fettsäure aber mehrere Doppelbindungen, können sogar in einem Molekül mehrere Transfettsäuren entstehen. Und das wäre richtig ungünstig. Daher kurz gesagt, je mehr gesättigte Fette und weniger mehrfach ungesättigte Fette, desto besser ist das Öl zum Erhitzen gedacht, da es weniger potenzielle Umwandlungskapazitäten hat. Das spielt sich auch in der Oxidationsstabilität wieder, nach der Tabelle hier. Klar, dass Leinöl ganz unten ist mit den ganz schnell oxidierenden Omega-3-Fettsäuren und Erdnuss wie tierische Fette mit viel gesättigten Fetten eben ganz oben. Und jetzt ist doch noch zu klären, welche Fette haben besonders viele gesättigte Fette und besonders wenig mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die dann weniger oxidieren können. Schauen wir mal rein. Das heißt, unser Ziel ist es, wenn wir schon Öl benutzen möchten oder Fett zum Erhitzen unserer Lebensmittel über 100 Grad, dann wollen wir welche mit möglichst wenig Doppelbindungen. Wir haben gerade gelernt, dass Palmöl wohl sehr geeignet schien, aber schrecklich für unseren Regenwald ist. Da gibt es sogar noch eine bessere Alternative, das Kokosfett, welches sogar noch mehr gesättigte Fettsäuren enthält und noch weniger einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren als das Palmöl. Zum Schluss habe ich auch noch eine kleine Aufgabe für euch. Die Top 3 Fette zum Erhitzen aus dieser Tabelle zu nehmen. Dazu drückt einfach mal auf Pause und nehmt euch eine Minute Zeit und schaut dann erst weiter. So wisst ihr wirklich, ob ihr das Video überhaupt verstanden habt und was ihr beim nächsten Mal eurer Freundin antworten sollt. So, Palmöl war klar, sehr viele gesättigte Fette, hier blau. Und noch relativ viele einfach gesättigte Fette in rot. Dafür sehr wenig Omega-6 in gelb und keine Omega-3 in grün, das heißt mehrfach ungesättigte Fette. Das heißt, sehr wenig davon. Platz 2 würde ich diesem Olivenöl zuschreiben. Es hat zwar weniger gesättigte Fette als das Erdnuss, dafür aber auch mehr einfach gesättigte Fette, wo nur eine Doppelbindung ist und ganz wenig mehrfach ungesättigte Fette, wo mehrere Doppelbindungen sind, die oxidieren könnten. Und damit Platz 3, die Erdnuss. Allgemein die Top 3 Öle, Speiseöle, sofern man nicht auf Öl unbedingt verzichten möchte, wäre für mich erstens das Kokosöl, da viele gesättigte Fette, hier 92% gesättigte Fette, nur 2% mehrfach ungesättigte Fette. Platz 2, falls nicht vegan, wäre dann leider, muss man sagen, die Butter, 63% gesättigte Fette und nur 0,3 mehrfach ungesättigte Fette. Platz 3, wenn der Planet dir wirklich komplett egal wäre, wäre das dann das Palmöl. Das hat 50% gesättigte Fette und nur 11% mehrfach ungesättigte Fette. Platz 4 ist aber auch sehr schön, das Macadamiaöl, 12% gesättigte Fette. Erstmal relativ wenig, aber nur 10% mehrfach ungesättigte Fette. Dafür aber ganz viele einfach ungesättigte Fette, ja, die ja nicht so schlimm sind, eben wie diese mehrfach gesättigten Fette zum Erhitzen. Platz 5 Erdnussöl, 17% gesättigt und 32% mehrfach ungesättigt, schon etwas ungünstiger. Dann sind die No-Gos auf jeden Fall hier, das ist das Leinöl, ja, mit ca. 60 bis 70 mehrfach ungesättigte Fetten. Das ist viel zu viel, genauso wie das Traubenkernöl, 70% mehrfach ungesättigte Fette. Oxidieren die wunderbar weg. Sonnenblumenöl mit 63 mehrfach ungesättigten Fetten. Hanföl mit bis zu 85 mehrfach ungesättigten Fettsäuren auch geht gar nicht. Das Walnussöl auch eher ungeeignet mit 63% mehrfach ungesättigten Fettsäuren, damit ihr mal so eine kleine Übersicht habt. Dankeschön fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Ich würde mich ebenfalls sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und dabei auf die Glocke drückst, damit du informiert bist, wenn ein neues Video kommt. Ich würde mich sehr freuen, auf Vita so mal zu sehen, meinen Shop, der diesen Kanal überhaupt möglich macht mit Supplements mit 4- bis 5-fach höherer Bioverfügbarkeit. Wir haben auch Kräuter und Tees. Ich hoffe, ich sehe dich gleich einmal wieder. Bis gleich auf wiedersummer.de. Wir sehen uns. Ciao.